Herzlich willkommen bei Brendan Munters Astma Physik Astro TV. In vielen physikalischen Formeln ist dieses Summenzeichen vorzufinden. Und wir wollen uns deshalb damit beschäftigen, was dieses Summenzeichen überhaupt ist und wie man es verwendet. Bevor wir aber mit diesem Thema anfangen, seht ihr jetzt eine Einführung zum Thema, also was zu diesem Thema hinführen wird. Was ihr seht, ist eine Summe mit vielen Summanden. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen plus 15. Diese Punkte sind diese Auslassungspunkte. Und es handelt sich hier um die Summe einer Folge. Und man kann die Summe einer Folge anstatt mit dem Auslassungszeichen auch mit dem Summenzeichen kennzeichnen. Das Summenzeichen seht ihr jetzt hier unten, das ist dieses große Sigma, das ist ein griechischer Buchstabe. Und wenn ich das, was oben hier steht, ich habe das nochmal rot unterstrichen, hier unten eintrage in das Summenzeichen, steht oben eine 15 und eine k gleich 1, da rät's ein k. Aber was bedeutet das überhaupt? Jetzt seht ihr wieder ein Summenzeichen. Also oben steht immer der Endwert. Vorhin war es die 15. Unten bei k gleich 1. Also 1 ist der Startwert. Das kann von mir aus auch eine 8 sein oder eine 10 sein, das ist egal. Links daneben ist ein k, das ist die Laufvariable, und a von k ist die Funktion bezüglich der Laufvariable, also diese Funktion bezieht sich immer auf diese Laufvariable. Was ihr gleich in einem Beispiel sehen werdet, wie man das alles ausrechnet. Also ich habe hier zwei Beispiele, bevor es halt komplexer wird, aber komplexer wird erst in anderen Videos, die wir erst später behandeln. Hier geht es nur um diese zwei einfachen Beispiele. Erstes Beispiel. Ihr seht Sigma 5k gleich 1k. Jetzt Endwert ist 5, Startwert ist 1, Laufvariable ist k und Funktion ist a von k gleich k. Nochmal eine kleine Anmerkung. Bei Laufvariable, wenn wir mit k kennzeichnen, das kann man auch mit j oder mit i kennzeichnen, das ist völlig egal. K ist halt nur eine Variante, wie man es halt machen kann. So. Und jetzt müssen wir gucken, welche Werte k annehmen kann. Also wenn Startwert 1 und Endwert 5 ist, und die Funktion bezüglich der Laufvariable k ist, hat man natürlich zuerst k gleich 1, k gleich 2, k gleich 3, k gleich 4, k gleich 5. Unsere Funktion ist ja a von k gleich k, hat man ja a von 1, a von 2, a von 3, a von 4, a von 5. Wenn a von k k ist, ist natürlich klar, dass dann a von 1 1 ist, a von 2 2 ist und so weiter. Weil wenn a von k k ist, hat man ja zweimal k und k ist ja immer dasselbe. Und unten setzen wir jetzt die ganzen Funktionswerte als Summe ein. Also man sieht jetzt a von 1 plus a von 2 und so weiter, dass die ganzen Funktionswerte miteinander addiert werden. Also sagen diese Funktionswerte nichts anderes außer Summanden. Was am Ende eine Summe ergibt. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ergibt 15. Erstes Beispiel, abgehakt. Zweites Beispiel, genau das gleiche. Nur bei der Funktion bezüglich der Laufvariable haben wir jetzt kein k stehen, sondern ein k zum Quadrat stehen. Also was passiert jetzt? Also natürlich wie vorhin, k kann folgende Werte annehmen. K gleich 1, k gleich 2 und so weiter. Und jetzt, wenn wir a von 1 ausrechnen, passiert etwas. Also Funktion ist da a von k gleich k zum Quadrat. Und wenn dann a von 1 ist dann nicht 1, sondern in dem Fall natürlich dann 1 zum Quadrat. Er ergibt 1. Danach wieder bei a von 2, 2 zum Quadrat ergibt 4 und so weiter. Und wenn man das jetzt unten, die ermittelten Funktionswerte miteinander addiert, weil die Funktionswerte, einzelne Funktionswerte sind ja nichts anderes, außer Summanden, die ja miteinander addiert werden, haben wir a von 1 plus a von 2, wie es vorhin war. Und dann 1 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat bis hin zum 5 zum Quadrat, dann haben wir als Summe 55. Also wir sehen, aha, wenn a von k k ist, ist ja a von 1 auch 1, haben wir ja oben ja gesehen. Aber wenn a von k k zum Quadrat ist, dann ist a von 1 1 zum Quadrat. Nur als Beispiel, haben wir jetzt hier gesehen. Okay. Natürlich kann die Laufvariable komplett anders aussehen, kann vielleicht auch k hoch 4 sein. Oder 5k plus 3 oder was auch immer. Also da gibt es sehr, sehr viele Berechnungen dazu, die man machen kann.
Einfach nur zwei einfache jetzt. Hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann auf Wiedersehen. Ciao. Herzlich willkommen bei Brendan Munders Asthma Physik Astro TV. In vielen physikalischen Formen ist dieses Summenzeichen.